Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pervert. Wir sind unterwegs hier zum... Oh. Und versuchen uns hier... Oh. Warte mal, du bist wieso fast tot? Okay. Sehr schön, haben wir. So, hier hinten muss irgendwie anscheinend ein Boss-Pokémon... Boss Pearl. Ich sag immer wieder Pokémon. Weil es so eine Ähnlichkeit mit Pokémon... Oh, das da, oder? Macht gut Aua. Nein! Nein! Er ist besiegt und wir haben ihn nicht gefangen. Puh, leider. Aber es gibt antike Bauteile, okay. Das ist bitter. Bitter böse. Ich wollte ihn eigentlich fangen. Ach, Mann, Mann, Mann. Nein. Oh. So. Wird sich 100%. Oh, das war nicht gut. Das war ein Crit, glaube ich. Okay. So, 7 haben wir davon. Schade, schade. Ich frage mich jetzt, wann der Boss respawnt. Also Respawn-Zeit. Weil er ist jetzt besiegt. Aber ich will ihn ja eigentlich nicht nur besiegen. Ich will ihn ja fangen gerne. Oh, was hier? Oh Mann. Also manchmal ist das Verhalten... Oh. Oh, vielleicht ist ja hier noch was. Oh, da... Oh, was ist das denn? Aha. Da ist ein Ei. Ja, ist okay. Ein Ele-Diele brauchen wir noch. Da hinten greift mich sogar einer an. Weiß nicht, wie viel ich davon noch brauche. Okay. Eledilis haben wir damit voll. Jetzt fehlt uns noch hier hinten. Wo ist er hingerannt? Da. Brauchten wir davon nicht auch noch welche? Okay, die sind auch voll. Sehr schön. Ah, davon von den Äffchen bräuchten wir noch 2. Wir kommen noch voran. So.
Nicht du. Sorry. Mal, war da was? Ah. Weil wie gesagt, hier haben wir ja nicht so eine gute Fläche, aber hier haben wir ja auch ein bisschen... Oh, da ist noch ein Punkt, den wir noch nicht hatten. Sehr gut. Da liegt irgendwas. Ich glaube, da ist noch ein iPhone oder irgend sowas in die Richtung. Pfeile. Da ist... Oh, sowas da wollte ich auch noch haben. Höhle sehe ich jetzt im ersten Moment nicht. Da ist noch ein Äffchen. Ich weiß, dass ich euch auch noch brauche. Wow, der hat mich gut erwischt. Oh, da kommt noch einer. Nein, nein, nein. Einen brauchen wir von euch noch. Erstmal nur für meine Sammlung. Was bist du? So. Da liegt ein iPhone. Oh. Ja, ich sag einfach jetzt einfach nichts. So. Tag 3. Da ist noch eine Kiste. Na, du mich auch. Pfeile und eine ganze Menge Münzen. Okay, die lassen Pilze fallen. So, dann gehen wir doch da mal hin. Holen uns erstmal den Point. Da haben wir noch so eins. Das können wir uns dann auch noch gleich holen. Welcher Schnellreisepunkt ist denn das da? Okay. Da haben wir ja auch noch... da oben. Naja, gut, da kommen wir jetzt mit ihr nicht gerade hin. Holen wir uns erstmal dich. Ich weiß nicht. Wow. Und wieder eine... Ah, das geht voran. Das geht voran. iPhone haben wir. Können wir uns mal hier oben dann durchlesen, wenn wir hier sind. So. Optionen. Notizen. Tag 3. Bei einer meiner Erkundungstouren stieß ich auf alte Ruinen. Heißt das, die Insel war vor langer Zeit einmal bewohnt? Als ich die Wandmalereien entzifferte, entdeckte ich, dass sie den Herstellungsprozess jener geheimnisvollen Sphären beschreiben.
Anscheinend lassen sie sich einfach aus Holz und Stein herstellen, indem man die einzigartige blaue... Was? Indem man das einzigartig blaue Erz, das man auf der Insel finden kann. Ich nenne es der Einfachheitshalber Palladiumerz. Als Katalysator verwendet. Ich werde die Herstellungsmethode auf meinem Gerät aufzeichnen. Ich habe auch einen verletzten, bewegungsunfähigen Pearl gefunden. Ich habe versuchshalber eine Sphäre auf ihn geworfen und konnte so tatsächlich einen neuen Pearl einfangen. Oh, okay. Okay, so. Ich überlege gerade, da hinten leuchtet was. Da sehe ich jetzt auf den ersten Blick nothing. Dichter könnten wir noch fangen gehen. Da. Wenn das klappt natürlich. Oh. Da. Hat er einfach mal noch... ein Schaf umgehauen. Was ist das? Komm mal her. Also einmal haben wir da eine Sphäre. Das ist gut, dass wir auch so sammeln können. Nee, das ist, glaube ich, nee. Okay. Haben wir von euch schon 10? Bin ich mir nicht sicher. Hm. Na, warte mal ab. Ich will erst mal wissen, ob wir davon 10 haben. Anscheinend schon. So. Dann würde ich sagen, ab zum... Na, ist das schon. Ab hier zum Schnellreisepunkt und dann von da weg. Warte mal, da liegt ja noch. Davon haben wir nicht genug. Davon haben wir noch nicht genug. Was? Wird denn das hier? Das war bei 95% und der ist trotzdem rausgekommen. Wahnsinn. So, ab nach Hause. Vielleicht können wir ja morgen mal schauen. Also ich finde, dass das Flugtier geil ist, aber ein bisschen langsam. So, V-Lager. Okay, wir brauchen die Waffenwerkstatt. Wir können mal gucken. Das hier ist voll. Hm. Hep. Dann, so, gucken wir mal. Bären da rein. Warum ist das Fleisch weg? Hm. Bei der Meinung, dass wir hier noch Fleisch reingepackt hatten. Gut, aber dann werden wir das mal alles produzieren, hätte ich jetzt gesagt. Pilze. Und Ei, okay. Eins noch dem anderen. So. Erstmal dich. Oh, was ist das denn? Wir können, stimmt, mit den Pilzen können wir ja Pilzeintopf machen. Abbrech. Gewinner Max direkt herstellen. So. Knöchelein haben wir. Haben wir hier noch mehr? Ich sehe jetzt auf den ersten Blick nichts. So, hier hatten wir... Hä? Ah, hier. Okay. Oh, da war aber einiges bekommen jetzt. Sehr gut. Eier, Nahrungsmittel packen wir erstmal dahin.
Oh, Rohstoffe. Die Sphäre weg. Bringt einen Pörder mit Albtraumball bei. Wo waren denn, wo haben wir denn die Beibringer gehabt? Das waren die hier, ne? So, dann haben wir 8 Sphären. Sehr schön. Nee, die waren, glaube ich, hier drüben drin. Ja. Ein Ei? Hatten wir nur ein Ei gefunden? Mir war so, als hätten wir mehr gefunden. Ja, guck mal einer an. So. Das kann alles woanders hin. Was ist das denn? Stoffkleidung. Schaltet das Rezept Stoffkleidung legendär frei. Der Gegenstand kann von an mit Hilfe von primitiver Werkbank hergestellt werden. Das müssen wir uns mal angucken. Eine legendäre... Oh, Pfeile, danke. Eine legendäre Stoff... Aber was ist das? Wo ist das? Arktik, Fellausrüstung, Tropi... Oh, da. Aus Stoff gefertigte Kleidung. Schützt vor nächtlicher Kälte. Ja, aber warum bist du legendär? Das ist eine gute Frage. So, wir bringen jetzt erstmal... Ach, ihr seid hier fertig? Perfekt. Guck mal, wir hätten noch... Das da im Angebot. Das nicht. Das auch nicht. Und wir könnten erstmal noch ein paar Eier machen. So. Das weg. Das rein, das rein, das rein. Und ich packe sogar dich da rein. Einfach, weil ich wissen will, ob ihr dann hier die Kühlung benutzt. Das ist... Oh, das ist halt das, was mich jetzt so massiv interessiert. So, bop. Okay. Da sind ja nur 300. Also... So. Ja, natürlich. Ist hier keiner, der sich das geholt hat? So. Okay, so, wir gucken noch mal. Wir haben ja einiges bekommen, ne? So, davon brauchen wir welche. Ist zwar nicht belastbar, aber müssen wir mal gucken, ob wir davon noch mehr haben. Die Äffchen. Da. So, die sind erstmal ganz, da haben wir zumindest einen sehr guten. So, dich haben wir neu. Nein. Dann sind wir jetzt hier. Angsthase kann weg. Hallo. Dahin. Ruf die Unglück kann auf jeden Fall weg. Fleißig. Imprägniert. Grobian. Weg. Wir sollten nochmal gucken, ob wir den nochmal finden. Oh, der ist gut. Der ist wirklich gut. Dynamo. Tauschen wir mal ein. So, dann müssen wir jetzt gucken. Davon haben wir, glaube ich, noch nicht genug. So. Davon hatten wir auch noch gar keine, ne? Doch, nee. Okay. Dann müssen wir mal gucken, was wir da vielleicht gebrauchen können. Und?
Halt ein bisschen aufwendig hier, das alles zu sammeln, ne? So, bodenständig. Ah. Workaholic ist doch gut. Wie gesagt, davon haben wir ja auch nicht genug. Aber der hat auch einen positiven Effekt. Auf die... Kann schon mal weg. So, was haben wir hier? Fragil. Bodenständig. Du kannst weg. Drachengeborener. Ich weiß nicht, was das damit auf sich hat. Aber dann kannst du auf jeden Fall weg. Gegen den Drachengeborenen. Und wir haben einen Bodenständigen. Gegen den Sadisten. Sehr gut. So, dann haben wir Eledeles. Haben wir da schon was? Also, dich behalten wir. Du kommst weg. Dich behalten wir. Dich behalten wir. Oh, Vielfraß kann weg. Grüner Daumen. Du bist nur fürs Gießen da. Brauchst keinen grünen Daumen. So, haben wir denn schon Eledeles? Einen haben wir. Atem nehmen. Okay, dann lassen wir das so hier. So. Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, alle sortiert, ne? Ja. Das bedeutet, wir müssten mal einen Händler finden, um das loszuwerden. So, wo packt ihr das jetzt hin? Packt ihr das jetzt hier rein? Weil da kommt ja nichts gerade rein. Das fragt mich jetzt. Wo packt ihr das jetzt hin? Bitte nicht in die Kiste hier. Zumindest die Samen haben sie da reingepackt. Wo haben wir denn eigentlich die Samen? Die haben wir in irgendeine Kiste, haben wir die, glaube ich, reingepackt. Du kannst weg. Nee, da hat irgendjemand Holz reingeschmissen. Wo haben wir die Samen reingeschaufelt? Gute Frage. Nochmal, da ist nichts drin. Da ist das drin. Da ist das. Ah, doch. Hier. Ach, Mann, bin ich doof. Ach, bin ich doof. Ich glaube, wir haben auch viel zu viele Pfeile dabei. Ich weiß noch nicht, was die Pfeile wiegen. So, weg damit. Davon haben wir genug. Genau, macht man die Biege. So, wo schafft ihr das Zeug hin? Ich will wissen, wo ihr es hinpackt. Deswegen warten wir jetzt mal ab mit der Ernte. Weil das für mich jetzt interessant ist. Benötigt Kühlung. Warum kühlt ihr nicht? Überfall. Rudel aufgebrachter Perz. Also sieht so aus, als wenn sie es 9er hier jetzt reinbringen, ne? Weil da kommen keine Eier hin. 73. 75, okay. Dann passt das ja. Dann packen sie es in der Kühlung. Dann muss die Kühlung nur mal gekühlt werden. Wo kommen sie denn? Da kommen sie an. Vielleicht klappt's ja.
Weil das ist ja mein eigentliches Ziel. Dass wir, wenn die ankommen, eventuell auch den einen oder anderen fangen. Und jetzt haben wir einen gefangen. Jetzt können wir mal nachgucken. Okay, Holzfasern. Was machst du jetzt? Okay. Da nehmen wir das Brot raus. Das kommt erstmal hier mit rein. Und dann Ei nach vorne. So viel steht außer Frage. Und dann müssen wir erstmal wieder wegbringen. Halt, wir wollten. Ich wollte noch nachgucken, was wir uns da jetzt gefangen haben. Okay. Düsterwelle, Düsterball, Giftschuss, ein Let's Park. Was macht er? Oh, nicht viel. Hinder. Ist aber schon Level 15. Oh, unser Schaf ist auch schon Level 15. Sehr gut. Ich wollte nachgucken. Wir haben jetzt davon 2 gefangen. Sehr gut. Davon auch 2 angeblich. Ein, ja. Dich haben wir platt gemacht, leider Gottes. Ich wollte dich fangen. Weil du Bossi bist. Das war's. So, Technologie haben wir wieder freigeschaltet. Sehr gut, dann wollen wir doch mal gucken. Wir haben einen antiken Punkt. Aber wir können hier noch nichts machen, weil hier eventuell noch Voraussetzungen fehlen. Wir brauchen eine, was war das? Waffenbank, wurde gesagt. Und Gigasphäre können wir auch schon mal machen. Dann würde ich gerne Megagleiter. Ja. Nehmen wir die zweite Armbrust, den zweiten Schild erstmal. Ja, dann können wir auch die Armbrust schnell nehmen. Den Dummy. Dich und dich. So. Okay. Ah ja, hier ist das frei geworden. Hier ist das. Okay, verstehe. Gut, dann bauen. Ja, das brauchen wir nicht. Das finde ich unsinnig. Also, sowas wäre schön. Aber wir brauchen jetzt erstmal diese Waffenwerkbank. Dann kommt die Waffenwerkbank hier halt mit rein. Na komm schon. So. Sehr gut. Dann können wir nämlich gleich aufrüsten. Also, wir können auch Punkte verteilen. Warte mal, wir gucken kurz hier, was haben wir noch freigeschaltet. Wir haben so eine Dummy-Übungsgruppe freigeschaltet und noch mehr Möbel. Also man kann hier auf jeden Fall eine ganze Menge machen, ne? So. Was können wir hier herstellen? Ja, wenn wir die hätten. Eine Armbrust. Ist das die zweite? Ich bin mir halt nicht sicher. Es gibt ja verschiedene Armbrüste. Okay. Die Frage ist, lohnt sich mehr eine Armbrust oder lohnt sich mehr einen Pfeil, weil ich glaube, die Bögen lassen sich schneller nachladen. Hätte ich jetzt zumindest gesagt. Aber wir bauen jetzt erstmal hier aus. Einen wunderschönen guten Tag. Lagerstufe 12. Setze Pearls ein, baue Pearl Flauschbett. Ein Pearl, was für ein Ding? Technologie gucken mal wieder. Ein Pearl-Flauschbett. Wo soll das denn sein? Antikes Badeset. Fangnetz. Oh, das ist Betäubungsknüppel. Da ist ein Flauschbett.
Oh, da brauchen wir aber. Da brauchen wir aber noch eine Weile. Also wir brauchen noch Punkte, sagen wir es mal so. Aber wir können... Achso, den einfachen Enter hatten. Ziehen Anwender nach... Okay. Könnten wir sogar schon errichten. Achso, das ist die Feuerarmbrust und das ist die Giftarmbrust. Okay, gibt es noch weitere Armbrüste? Glaube nicht, ne? Gibt dann Pistolen und so weiter. Fließband, Waffenfließband, okay. Ach du heiliger Bimbam. Waffenmäßig gibt es noch einiges. Wer auch immer das macht. Achso, wir haben noch Punkte übrig, ne? Hatte ich gerade gesehen. Hier. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Wir brauchen Ausdauer. Ausdauer ist wichtig. Wir machen Ausdauer direkt mal auf 200. Nee. So, machen wir das mal. Nur ein bisschen mehr tragen, ein bisschen mehr Ausdauer. Ausdauer ist gut fürs Flying. So, wir haben auch nicht mehr so viel Sphären. Das bedeutet, wir sollten... Metall haben wir ja auch nicht, aber wir können ja mal hier ein bisschen abbauen. Gucken, was wir da rausbekommen. Ob wir Metall auch rausbekommen. Palladium auf jeden Fall. Dann müssen wir mal gucken, was die Megasphären kosten. Die sind dann wahrscheinlich wirklich für die ganz großen Monster. Und wir müssen noch was einsetzen. Da ist jetzt die Frage, was wir einsetzen. Holz brauchen wir nicht mehr. Stein brauchen wir auch nicht. Deswegen könnten wir sogar einen rausnehmen. Also wir könnten ihn auf jeden Fall rausnehmen. Da müssten wir... Oh, die sind aber alle schlecht. Bis auf er vielleicht noch. Dann würde ich ihn noch rausnehmen wollen. Dann kommst du jetzt dahin. So. Ist das Hand... Oh, wir müssen mal kurz nachgucken, was hier ist. Das ist Handwerk. Okay. So, was haben wir denn hier nochmal? Holz brauchen wir nicht. Pflanzentransport, Transport. Er macht auch Handwerk und Transport. Pflanzen. Transport und Bergbau. Feuer ist klar. Ja. Also die sind schon praktisch wegen dem Handwerk, ne? Ernten, Handwerk ist schon nicht unbedingt verkehrt. Bergbau brauchen wir halt überhaupt nicht. Was macht ihr? Handwerk und Elektrizität. Okay, hört sich auf jeden Fall schon mal gut an, wenn wir Strom brauchen. Er macht alles. Er macht alles. Pflanzt. Da haben wir jetzt aber ihn hier eingesetzt, ne? Pflanzen und Holz und du machst ja... Du machst auch alles, nur Transport, Handwerk, Gießen, Ah, wir haben ja hier noch, ja. Er wäre natürlich auch noch eine Option. Sechster, Partnerfähigkeit, sechster Sinn, genügsam. Ich glaube fast, er wäre eine Option, den ich auf jeden Fall, glaube ich, Workaholic, das ist schon mal gut. Oder hier, oder er hier. Er ist natürlich auch gut. Arbeitstempo, er ist halt fleißig. Oh, die hatten wir noch gar nicht angeguckt. Was macht die? Ihr macht nur Bergbau, okay. Also so ähnlich wie er, nur dass...
Ah, der pflanzt noch und macht Bergbau. Ah, ja. Ich hätte ja fast gesagt, wir setzen Elektro ein. Damit die auch leveln. Hitzig. Arbeitsvieh isoliert. Forstmeister. Brauchen wir nicht verteidigen. Also, dann nehmen wir... Er hat halt einen guten Angriff, ne? Er auch. Er ist sogar besser hier. Okay, wir setzen ihn mal ein, dass er levelt. Keine Ahnung, wo er hin will. Wieso ist denn er 21? Nee, ach, das war meiner. Ich habe keine Ahnung, wo er hin will. Transportiert. Okay, er hat sich irgendwas geschnappt, um das zu transportieren. Ist in Ordnung. Damit kann ich arbeiten. Gut, dann machen wir an der Stelle jetzt erstmal Feierabend. Wir brauchen, glaube ich, mehr Eisen, damit wir wieder Sphären herbauen können. Und ja, sehr viel mehr Eisen und Palladium. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Daher danke fürs Zusehen und tschüss.